So, grüß euch zu meinem neuen YouTube-Video und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Wir haben hier ein Tesla Model X als 75D, das heißt mit 75 Kilowattstunden Akku, wovon 72,5 nutzbar sind. Er hat 333 PS und Allradantrieb, also zwei Motoren. Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse. Es ist natürlich ein Elektroauto, also habe ich den Elektroauto-Punch, zumindest bei Tesla. Das heißt, das Dickschiff hier geht in 5,2 Sekunden auf 100. Ja, sehr ordentlich für 2,4 Tonnen, 5 Meter Länge, 2 Meter Breite und knapp 1,70 Meter Höhe. Ja, also was mir am Auto auf jeden Fall gefällt, ist das Design. Also ich finde, das Design kaschiert die Größe so ein bisschen. Ja, wenn man das Auto erst auf dem Foto sieht, dann denkt man immer, auch so groß ist der ja gar nicht. Aber wenn ich dann daneben stehe, dann merkt man die Größe ihm an. Ja, es ist ein bisschen ausgefallen, das Auto. Es gibt nämlich nur rund 3.500 Stück in Deutschland, laut der Zulassungsstatistik. Also seit 2016 sind nur 3.500 Model X in Deutschland zugelassen worden. Dieses Modell 75D ist ein 2017er Modell. Die neuen Tesla Model X, die man jetzt bestellen kann und wahrscheinlich erst 2022 ausgeliefert werden, die kommen dann mit einem 100 Kilowattstunden Akku. Ja, wo wir hier draußen stehen, zeige ich euch mal mein, ja, ich möchte fast sagen Highlight. Aber was halt einfach cool ist, sind diese Türen. Die Türen sind komplett elektrisch. Man drückt also drauf und die Tür geht auf. So, das ist die vordere Tür. Die hintere Tür ist noch ein bisschen besser. Ich drück mal. Ja, das ist schon ein bisschen Show, oder? Das sind die sogenannten Falcon Wings. Also die Flügeltüren, die das Model X hinten hat. Braucht kein Mensch, aber sieht cool aus. Ich kann das Auto schön mit meinem Model 3 vergleichen. Mein Model 3 ist 2021er Baujahr, das hier ist 2017er Baujahr. Man merkt tatsächlich einen Unterschied. Also ist alles nicht ganz so modern, aber nur im Vergleich zum 2021er Model 3. Ich denke mal, im Vergleich zu anderen Autos ist das schon ein Raumschiff hier, innen wie außen. Alleine schon wegen diesen riesigen Displays, die wie bei Tesla üblich total super zu bedienen sind. Also sehr, sehr intuitiv, da ruckelt auch nichts. Es geht einfach schön von der Hand hier drauf rumzudrücken, rumzutatschen. Also sehr, sehr toll. Infotainment ist auf jeden Fall ein Pluspunkt bei dem Auto. Ja, das Model X ist ein, im Vergleich zum Model 3, ein etwas normaleres Auto, was die Bedienung angeht. Also ich habe einen Hebel, um die Scheibenwischer einzustellen. Das habe ich beim Model 3 nicht mehr. Ich habe einen Hebel, um das Lenkrad in der Höhe zu verstellen. Zum Beispiel, ich habe Knöpfe, um die Außenspiegel zu verstellen. So, alles, was sich so normal anhört, ist bei Tesla nicht unbedingt normal. Wie gesagt, im Model 3 bedient man das auch quasi alles über den Touchscreen.
Wird aber im neuen 2021er, 2022er Model X wahrscheinlich auch so sein. Außerdem habe ich ein Display hinter dem Lenkrad. Im Vergleich wieder zum Model 3, da habe ich nur das Zentraldisplay. Als Model 3 Fahrer sage ich, stört mich nicht, das ist okay, das ist gar kein Problem, dass da kein Display ist. Statt einfach nach unten auf die Geschwindigkeit zu gucken, muss ich halt so ein bisschen nach schräg rechts gucken. Aber das ist alles. Also es ist kein Problem, dass im Model 3 hier kein Display ist. Jetzt, wo ich hier in dem Model X sitze und ein Display habe hier vorne, übrigens ein überaus schönes Display, ja, es ist schon besser, das Display da zu haben. Ist so. Es gefällt mir einfach besser. Ja? Nicht, dass es nötig ist, zwingend, aber ich fühle mich hier auf das Display bezogen wohler. Dann, was die Hebelchen angeht, es ist ein bisschen intuitiver. Fun Fact, diese Hebel hier, ebenso wie die, das Bedienelement von den Fensterhebern und den Spiegeln, kommt alles aus dem Mercedes-Regal. Ich bin Mercedes-Fahrer und ja, kommt mir alles bekannt vor, ist schön. Man fühlt sich so ein bisschen heimisch. Ja, was gefällt mir an dem Auto? Also A, wir haben ein Elektroauto, das heißt, oder wir haben ein Elektroauto von Tesla, sage ich mal besser einschränkend. Das heißt, wir haben Dampf. Und wenn ich Gas gebe, dann geht das ja auch nach vorne. Mit der Einschränkung, dass das irgendwann auf der Autobahn bei 130, 150 nicht mehr so heftig ist. Aber alles, was sich im Bereich unter 100 abspielt, geht es richtig schnell. Also Überholmanöver auf der Landstraße, mehr als souverän. Geht richtig flott. Also das macht schon Laune auf jeden Fall. Ja, großer Pluspunkt für mich ist das Design. Ich bin persönlich kein SUV-Freund, aber die haben das hier schön verpackt, finde ich. Also das Auto ist riesig, aber es wirkt nicht so riesig. Irgendwie die Linien sind so geformt, dass es gar nicht so groß aussieht. Das habe ich auch mehrere Bekannte von mir, wenn ich denen das Auto gezeigt habe, die im ersten Moment gedacht, ach, ist ja gar nicht so groß, bis man dann daneben steht und dann denkt man, das ist aber schon ein Schiff. Ne? Also find ich sehr, sehr schick auf jeden Fall. Dann Spielerei, aber macht auch Laune, die Türen. Die Türen vorne, die automatisch aufgehen und automatisch sich schließen. Und die Türen hinten, die halt als Flügeltüren ausgeführt sind. Und ja, das ist jedes Mal, wenn man so eine Tür aufmacht, ist das Show. Ne? Nicht, dass ich das jetzt unbedingt bräuchte, aber es sieht einfach cool aus. Was toll ist, ist diese Frontscheibe. Die Frontscheibe ist durchgehend hier bis über meinen Kopf. Und je nachdem, wo man gerade lang fährt, also wenn ich einen schönen Himmel habe zum Beispiel, das sieht toll aus. Dass ich hier keine Unterbrechung habe, man kann hier so hoch gucken, also es fühlt sich sehr luftig, sehr frei an. Wirklich, wirklich tolles Gimmick, diese durchgezogene Frontscheibe. Die Audioanlage, die hier eigentlich nur die Standard-Basisversion ist, klingt super. Okay. Klingt super, kann ich überhaupt nichts Negatives sagen. 1A, besser als bei mir zu Hause. Dann haben wir hier eine Luftfederung. Finde ich vom Komfort hier in dem Auto gar nicht mal so toll. Aber schön ist, dass ich das Auto bei Bedarf in der Höhe verstellen kann. Das heißt, auf der Autobahn kann es etwas niedriger sein. Und wenn ich dann mal im Gelände oder auf irgendwelchen Feldwegen unterwegs sein sollte, dann kann ich es einfach etwas höher stellen. Und dann fragt er hier im Display immer direkt, möchtest du diese eingestellte Höhe an dieser Position speichern? Auch toll, ne? Wenn man über irgendwelche Hindernisse regelmäßig fährt, dann kann man sagen, okay, hier ist das Hindernis, hier möchte ich bitte die Federung ganz nach oben und dann macht er es automatisch. Also das ist schon ein tolles Gimmick, finde ich gut. Dann haben wir hier in dem Auto einen Frunk. Frunk ist der Front Trunk, das heißt der vordere Kofferraum. Elektroautos haben weniger Aggregate, haben einfach mehr Platz und
Hier wird der Platz genutzt, indem ich auch vorne einen wirklich brauchbaren Kofferraum habe. Und das finde ich so schade bei vielen anderen Elektroautoherstellern, dass die vorne trotzdem ja, irgendwelche Aggregate haben, dass da auf jeden Fall kein Platz ist. Und hier ist richtig viel Platz. Also ist toll. Platz auch im Mitteltunnel. Hier ist ja auch nichts, keine Kardanwelle wie im Verbrenner. Also hier ist einfach Platz und entsprechend habe ich hier riesige Ablagen. Also hier vorne ist so ein Fach mit so einem Schiebedeckel und da kann ich eine 1,5 Liter Flasche Wasser reinschmeißen und dann den Deckel zuziehen. Also riesig groß, viel, viel Platz. Toll, finde ich super. Was noch sehr schön ist, ist der Dachhimmel. Hier in schwarz und mit Stoff bezogen. Sieht gut aus. Ist echt hübsch. Gefällt mir sehr gut. Kommen wir zu den Sachen, die mir nicht so gefallen an dem Auto hier. Das sind ehrlicherweise eine ganze Menge. Und zwar ist das Luftfahrwerk holperig. Also es ist nicht das, was man sich unter einem komfortablen Fahrwerk so vorstellt. Ja, ist nicht so geil. Der René. Die Lenkung. Hier gibt es verschiedene Modi, Komfort und Standard. Moment, mal eben schauen. Ja, und Sport. Ich hatte jetzt die ganze Zeit Komfort eingeschaltet und habe eigentlich gedacht, die Lenkung wäre fürchterlich, aber es lag wohl an diesem Komfort-Lenkmodus. Man hat da wahnsinnig wenig Feedback und das fühlt sich bei höheren Geschwindigkeiten sehr unsicher und schwammig an. Jetzt habe ich in Standard geschaltet und seitdem ist es eigentlich okay. Ja, dann gibt es schon technische Probleme hier und da. Also das Auto will öfter mal wie ein Computer resettet werden, mal neu gestartet werden. Einmal hatte ich keinerlei Töne mehr, also kein Radio, aber auch kein Blinkergeräusch. Dann, was hatten wir noch? Kein Empfang. Also hat er einfach keine LTE-Verbindung aufgebaut, das heißt kein Navi und nichts. Dann muss man dann einfach neu starten, das geht über die beiden Lenkradtasten hier, dann fährt das System neu hoch und dann geht das wieder. Dann die rechte hintere Flügeltür hat ab und zu rumgezickt und dann hat er gesagt, okay, er möchte neu kalibriert werden, dann muss man hier Knöpfchen drücken, da hinten Knöpfchen drücken und dann geht das wieder. Ja, es sind so ein paar kleine Unzulänglichkeiten, die aber nerven, wenn es zu regelmäßig vorkommt. Die Qualitätsanmutung hier innen ist ja, ich würde sagen amerikanisch. Also es sieht recht schick aus mit beledertem Armaturenbrett und Holz und so weiter. Ist alles soweit okay. Aber wenn ich dann hier zum Beispiel mal gegendrücke, hört ihr dieses Knirschen? Also klingt dann eher billig. Nicht ganz so geil. Also es ist okay. Aber ja, ob es der Preisklasse angemessen ist, weiß ich nicht. Ja, Autopilot ist ein Ärgernis, finde ich, weil mir wurde auch suggeriert durch die Werbung oder was man immer so bei Tesla liest, dass die Dinger quasi alleine fahren können. So, wenn man das jetzt mal in der Praxis sich anschaut, wie gut in Anführungszeichen das funktioniert, also ich fühle mich da leicht verarscht und ich würde sagen, das ist mehr Marketing als alles andere. Also dieser Spurhalteassistent
und Abstandstempomat, das funktioniert so einigermaßen. Aber ich meine, was ist das? Ein Spurhalteassistent und ein Abstandstempomat. Okay? Und das funktioniert auch nur so einigermaßen. Ja, Autopilot habe ich ausprobiert. Der kann in Deutschland als tollste Funktion, nenne ich es mal, an Autobahnkreuzen alleine fahren. So, aber das ist aufregend, da braucht man auf jeden Fall starke Nerven. Ja, es hat einigermaßen funktioniert, aber ich glaube, ich mache das lieber selber. So würde ich es mal umschreiben. Es ist halt ruppig, hackelig, nicht smooth. Verkehrsschildererkennung und so. Also alles, was einem so da suggeriert wird, was der Tesla alles alleine machen kann, weiß ich nicht. Ja, dann haben wir hier diese etwas ältere Version auch von dem Zentralrechner. Der ist ein bisschen schlapper und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich hier jetzt noch kein YouTube und kein Netflix habe. Ja, ist also ein bisschen schade, dass das hier fehlt, aber bei den neueren Model X wird das sicher auch an Bord sein. Ja, dann habe ich hier einen Innenspiegel, so einen kleinen, und da sehe ich ein paar Kopfstützen. Diverse, wir haben hier den Siebensitzer, diverse Kopfstützen. Dann sehe ich einen Heckspoiler, einen riesigen. Und ja, so einen ganz kleinen, schmalen Schlitz, wo ich nach hinten rausgucken kann. Also diesen Innenspiegel hätte man sich auch sparen können. Ja, größtes Problem ist aber hier speziell in diesem 75D, für mich die Akkugröße. Die Akkugröße passt meines Erachtens nicht zu einem 100.000 Euro Oberklassefahrzeug. Aufgrund der Größe und des Gewichts verbraucht er ein bisschen mehr, ich sag mal 25 bis 30 Kilowatt auf 100 Kilometer. Und dann habe ich nur einen 75 Kilowattstunden Akku, wovon nur 72,5 nutzbar sind, und man fährt ihn ja auch realistischerweise nicht von 100% auf 0%, sondern man lädt so einen Akku meistens nur bis 90%, dann lebt er länger, und möchte auch nicht bis 0% runterfahren, sondern vielleicht nur bis 10%, damit man kein schlechtes Gefühl hat und ein bisschen Backup. Also nutzbar sind nur 80% von diesen 72 Kilowattstunden. Ja, und dann habe ich einen Verbrauch von 25 oder auch mal 30 kW auf der Autobahn. Dann kann man sich ausrechnen, wie lange das hält, und das sind halt eventuell nur 200 Kilometer. Kleiner Akku, hoher Verbrauch. Dazu haben wir noch hier in dieser älteren Version nur einen Typ 2 Stecker zum Laden. Das heißt, ich kann maximal 120 kW an Schnellladestationen laden, während ein aktuelles Model 3 bis zu 250 kW ziehen kann. Ja, das sind aber alles Dinge, die halt dieses ältere 2017er Modell betreffen. Aktuelle Model X kommen immer mit dem 100 Kilowattstunden Akku, haben CCS-Funktionen, können also auch schnell laden, und da sind dann diese Probleme nicht mehr gegeben. Aber hier ist es unbefriedigend. Der Akku ist einfach viel zu schnell leer. Ich fahre ein paar Mal hin und her zur Arbeit und zurück und schon ist der Akku leer. Das macht überhaupt keinen Spaß. Also das Auto eignet sich mit diesem Akku, um zum Einkaufen zu fahren, die Kinder zur Schule zu bringen und zur Arbeit 10 Kilometer entfernt. Aber dazu passt da nicht der Preis von 100.000 Euro. Ja, mein Fazit. Also das Auto braucht einen großen Akku. Unbedingt. Der Akku hier ist der Fahrzeugklasse, der Gattung, nicht angemessen. Für ein kleines Stadtauto kann man einen kleinen Akku nehmen, aber nicht für so ein Riesenschiff hier, womit ich vielleicht auch mal längere Touren unternehmen möchte. Das Ding braucht einfach einen großen Akku. Akku ist zu klein. Ja, ansonsten, obwohl ich überhaupt kein SUV-Freund bin, habe ich mich in das Auto hier verliebt. Ich kann noch nicht mal genau beschreiben, warum, aber es ist so dieser Auftritt, diese Show, ganz klar mit den Flügeltüren hinten, dann die Leistung im unteren Geschwindigkeitsbereich, dann diese SUV-Sachen, okay, man sitzt hoch, hat eine gute Übersicht,
Man hat viel Platz hier drin. Man sitzt bequem. Es ist komfortabel. Also es macht Spaß, mit dem Auto rumzucruisen. Es macht keinen Spaß, schnell zu fahren wegen dem Verbrauch. Aber so durch die Gegend cruisen ist toll. Macht Freude. Wenn man jetzt ein neues Model X kauft, dann habe ich auf jeden Fall den großen Akku und ich habe das neue Infotainment mit einem Querbildschirm, auf jeden Fall auch schneller. Ich habe YouTube, ich habe Netflix, was an Ladesäulen schon mal sehr schön sein kann. Ja, also ich denke, die Probleme, die ich jetzt mit dem Auto habe und hatte, die lassen sich oder sind im aktuellen Modell behoben. Also es ist ein tolles Auto. Wenn man es nicht leisten kann, dann ist es meine Empfehlung. Ja, wenn ihr euch einen Tesla bestellt, dann denkt daran, dass ihr einen Referral Code benutzt, weil dann bekommt der Besitzer des Referral Codes 1500 Kilometer freies Supercharging und ihr aber auch. Also benutzt auf jeden Fall einen solchen Code, wenn ihr einen neuen Tesla kaufen sollt. Gerne könnt ihr dazu meinen nehmen. Den habe ich hier unter dem Video verlinkt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.